So Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video hier. Servus, Servus Immo Paul. Servus, hallo Fabian, herzlich willkommen in Wien. Schöne Grüße hier aus dem Sarah Hotel. Ja, wunderschönes Ambiente. Wir haben uns gerade schon eine gute Sarah-Torte gegönnt im Anschluss von dem besten Schnitzel hier in Wien. Low Carb Day heute, oder? Komplett Low Carb. Ja, der Paul, der ist ja hier Investor in Wien und Makler. Aha. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was über den Wiener Markt. Was differenziert so den Markt in Österreich oder in Wien vom deutschen Markt? Was sind so die wesentlichen Unterschiede? Genau, also noch einmal herzlich willkommen. Ich bin der Paul. Du hast es ja schon schön gesagt, ich bin zum einen Immobilienmarkt investiert, jetzt aber auch schon seit mittlerweile 9 Jahren, seit 2011, am österreichischen Immobilienmarkt, bin primär in Wien investiert, aber auch in der Steiermark, im Burgenland und unter anderem auch in Kärnten mit einem Objekt. Ja, der deutsche und der österreichische Markt ist natürlich schon differenzierend zu betrachten. Da spreche ich nicht nur von den steuerlichen Aspekten oder baurechtlichen Aspekten, sondern vor allem auch aufgrund der Mietzinsbildung. Also Berlin ist natürlich ein aktuelles Thema, der Mietendeckel und so weiter. Da kann ich nur sagen, liebe Berliner, willkommen in meiner Welt. In Wien haben wir sowas Ähnliches eigentlich schon immer. In Wien gibt es nämlich, wir haben uns so ein Haus auch schon heute angesehen, ja, mit dem sogenannten Postschlüssel. Das ist ein Schlüssel. So mit geil, da kommst du mit dem Schlüssel in jedes Haus rein. Genau. Also in Wien haben wir den sogenannten Richtwertzins, der besagt, man darf nur 5,81 Euro Miete verlangen. Es gibt zwar diverse Zuschläge für Lage und sonstiges, aber das darf man nicht vergessen, auch wirkliche Abschläge, auch aufgrund der Lage, aufgrund der Beschaffenheit und so weiter. Und es gibt den sogenannten Befristungsabschlag von 25%. Das heißt, wenn man befristet vermietet, muss man noch einmal 25% der Miete abziehen. Und die 5,81 Euro sind komplett fix und verändert sich im Laufe der nächsten 10 Jahre niemals? Oder wird es da mal Änderungen geben? Es gibt eine sogenannte Indexierung. Es wird immer alle 2 Jahre zum 1.4., also April-Scherz, zum 1.4. alle 2 Jahre wird dieser Richtwert leicht angehoben. Meistens angehoben. Kann auch gesenkt werden. De facto, ja. Er kann natürlich, wenn man deflationär werden, könnte er theoretisch auch gesenkt werden. Okay. Ja. Also deswegen, der österreichische Markt ist natürlich dadurch massiv unterschiedlich. Es gibt auch die Stadt Wien mit den Gemeindebauwohnungen. Ich glaube, die haben an die 300.000 Wohnungen in Wien. Größter Eigentümer, ich glaube, von Wohnungen in einer Großstadt weltweit. Dann haben wir die sogenannten Genossenschaftswohnungen, die auch gefördert sind. Das heißt, der Bereich des freien Mietmarkts, wo man wirklich einen freien Mietzins mit dem Mieter vereinbaren kann, der ist relativ klein. Das ist fast schon eine Nische. Da sprechen wir von vielleicht 15% Marktanteil. Ne? Okay. Dementsprechend relativ überschaubar. Relativ schwer, wirklich gute Renditen am Wiener Markt zu erzielen. Aber, und davon bin ich überzeugt, da haben wir auch heute schon gesprochen, jeder Markt hat seinen Markt. Man kann überall, wenn man gut ist, kann man Einkaufsgewinne erzielen, man kann optimiert vermieten, sei es über Möblierung und, gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Kann man denn überhaupt möblieren und optimieren in dieser Hinsicht, wenn die Deckelung da ist mit 5,81? Ja, also ich meine, per se ist es einmal nicht empfehlenswert, wenn man eine Buy-and-Hold-Strategie fährt, sich sogenannte Altbauobjekte zu kaufen, die diesem Richtwertzins unterliegen. Man kann natürlich optimieren über Möblierung und sonstige Konstellationen. Es ist aber dann eher schwierig bei den aktuellen Einkaufspreisen in Wien auch über eine steuerlich vernünftig darstellbare möblierte Vermietung, weil es kann ja schnell als Umgehungsgeschäft ausgelegt werden. Wenn ich 5,81 Euro Hauptmiete habe und plötzlich 10 Euro Möbelmiete, dann ist das ein Umgehungsgeschäft und da gibt es andere Probleme mit gewissen Behörden. Also wirklich im freien Mietzins kann man gut vermieten. Ich habe auch mein bestes Objekt in Wien, habe ich 8,6% Rendite, das habe ich 2018 gekauft. Das ist natürlich alles möglich. Usus ist aber, weil du gefragt hast, was sind aktuell die Mieten, natürlich die Mietenrenditen, die Durchschnittsrenditen liegen wahrscheinlich ähnlich wie in allen großen Ballungszentren, auch in Deutschland, bei 3, 4, maximal 5%. Okay, im ersten Distrikt. Oder wie heißt das Distrikt? Ja, Bezirk. Also Wien hat ja 23 Bezirke. Wir sind jetzt im Hotel Sacher, im traditionsreichen.
Erster Bezirk, ja. Okay. City Center. Also wer hier was zu verkaufen hat, der kann sich gerne bei dir melden, oder? Ja, das muss dann schon sehr billig sein. Okay. Ja. Okay, und was gibt es noch so für grundsätzliche Unterschiede? Also die Immobilienfinanzierung sind auch ein bisschen anders. Also wenn man variabel finanziert und der Zins steigt an, dann wird einfach die Laufzeit länger, anstatt dass die Rate sich anhebt. Genau. Also von der Finanzierung her ist es ein bisschen unterschiedlich in den Begrifflichkeiten her. Per se ist es schon ein Annuitätendarlehen, auch gängig wie in Österreich, sind die Laufzeiten ein bisschen unterschiedlich und die Annuität im variablen Bereich, da ändert sich zunächst einmal nur das Innenverhältnis. Nur wenn es dann natürlich exorbitant ansteigt, dann wird die Rate angehoben, aber sich die Laufzeit nach hinten raus verlängert oder natürlich Eigenkapitalnachschüsse gefordert. Was ein ganz wichtiger Unterschied ist, ist der steuerliche Aspekt. Das Schlimmste ist fast, in Deutschland kann man ja nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Als Privatperson. Als Privatperson, ja. In der GmbH nicht. Der GmbH nicht. Also in Österreich kannst du es in der GmbH nicht. Und als Privatperson leider seit 2012 auch nicht mehr. Das heißt, du gibt es die sogenannte Immobilienertragsteuer, die IMO-Est, ich nenne sie liebevoll die IMO-Pest. 30% auf den Gewinn muss man mehr oder weniger an den Fiskus abführen. Ansonsten gibt es natürlich auch, wir haben es heute schon diskutiert, diese vermögensverwaltende GmbH mit den 15% plus Soli, gibt es in der Form auch nicht. In Österreich gibt es die GmbH, egal ob sie gewerblich oder vermögensverwaltend ist, immer 25% Körperschaftssteuer, soll aber jetzt im neuen Regierungsprogramm auch so verankert, auf 21% gesenkt werden. Ja, okay. Ja, und ansonsten natürlich Grunderwerbsteuer, gibt es Unterschiede. Bei uns wird ab einem gewissen Bereich oder sofort, also wenn man, das ist dann schon relativ komplex, wird auch die Miete verwustet, 10% Umsatzsteuer auf die Miete verlangt. Und sonstige Nachteile wie zum Beispiel Abschreibung, wenn wir von der Abschreibung sprechen, in Deutschland darf ich auf 50 Jahre Nutzungsdauer, sprich 2%, in Österreich sind 66,6 periodisch, sprich 1,5%. Okay. Das heißt, ich habe de facto in Summe, bin ich steuerlich schon um einiges schlechter gestellt. Ja. Okay, ja, das sind schon auf jeden Fall ein paar Nachteile. Also welche Strategie würdest du jetzt einem Österreicher empfehlen. Aber wenn er jetzt hier anfangen will, würdest du ihm empfehlen, nach Deutschland zu gehen? Oder was macht denn am meisten Sinn hier? Also ich sage da kurz meine Strategie, mit der ich seit Jahren sehr, sehr gut fahre und was meine Empfehlung an einem jungen Investor. Meine Strategie ist, ich investiere gezielt also buy-and-hold-mäßig in 1-2-Zimmer-Wohnungen, weil ich eine breite Bandbreite an potenziellen Mietern habe. In Wien wohnen 80% der Leute zur Miete, 20% im Eigenheim. Das heißt, ich habe hier in Wien ein großes Ballungszentrum, lebenswerteste Stadt der Welt und. Und ich habe viel Mietklientel. Beste Schnitzel der Welt. Beste Schnitzel, beste Sachertorte. Ja. Und dementsprechend kommen auch relativ viele Leute, die Mieten und kleine Mieten, auch Stichwort Leistbarkeit und, was sind leistbare Mieten, das ist halt mit kleinen Wohnungen umzusetzen. Ne? Die zweite Strategie, die ich mache, ist Flippen, Fix and Flip. Da gehe ich eher in größere Wohnungen, wo ich weniger Konkurrenz habe im Ankauf und wo ich gezielt in bessere Gegenden gehe und für Eigennutzer hochwertig saniere. Warum Eigennutzer? Es ist solventes Klientel, die Banken finanzieren gern bis zu 500.000, fast ohne Probleme, wenn 2 Kreditnehmer sind mit Einkommen und die Leute kaufen aus der Emotion heraus. Also wirklich für Eigennutzer, deswegen hochwertig schön sanieren, gut verkaufen. Das sind eigentlich meine 2 Strategien. Ich kann den jungen Investoren empfehlen, es ist immer richtig zu investieren, bevor man gar nicht investiert. Man muss aber natürlich mit Kopf investieren, man muss ein Netzwerk aufbauen, das Netzwerk nutzen. Man kann auch heute noch in Wien zielgerichtet und nachhaltig mit Immobilienvermögen aufbauen. Ne? Ja. Also auf alle Fälle, der Tipp sind kleine Wohnungen, wo man wenig Fehler machen kann. Du kannst eben schnell wieder verwerten, die Wohnung im Falle des Falles. Du findest relativ rasch, also das Leerstandsrisiko in Wien ist zum Glück bei kleinen Wohnungen aktuell noch sehr, sehr, sehr gering. Es wird zwar sehr viel gebaut. Leerstandsrisiko in Wohnungen, wo man sagt, die Miete geht nördlich der 1.000 Euro, nördlich der 2.000 Euro, ist schon sehr hoch, weil das Mieterklientel viel kleiner wird und die Leistbarkeit, die Ansprüche gehen aber dafür gleichzeitig natürlich in die Höhe. Also immer kleine Wohnungen,
kann kein Fehler sein, weil die Leute müssen immer wohnen. Ne? Ja, und wo hast du die besten Deals akquiriert? Das ist natürlich auch mal die Frage. Akquise ist ja in der heutigen Zeit ein sehr brennendes Thema. Und wo gibt es die besten Deals? In Wien? Ja, also die besten Deals gibt es natürlich bei mir in der Zürich Immobilien GmbH. Okay. Du verlinkst das eh, gell? Ja, ja. Nein, wenn jemand eine richtig gute Wohnung kaufen will, dann... Ja, unbedingt zu mir. Richtig gut, richtig teuer. Nein, es gibt ja natürlich das Thema Off-Market-Immobilien, wo man sagt, Off-Market bekomme ich die besten Deals. Ich sage, jein, die besten Deals kriege ich On-Market über schwache Makler. Was ist für mich ein schwacher Makler? Ein schwacher Makler ist, der seinen Markt nicht kennt, der sich bautechnisch nicht auskennen, wo ich zum Beispiel sage, okay, die Elektrik gehört saniert, obwohl sie gar nicht zum Beispiel saniert gehört, weil er sich einfach nicht auskennt. Mhm. Fauler Makler, das heißt, der nicht dauernd von einem anderen Bundesland zum Beispiel nach Wien fahren will, aufgrund der Zeit, Aufwendungen und, und. Also ich targetiere ganz gezielt Makler, wo ich weiß, er hat das Objekt zum Beispiel unterbewertet. Ich weiß das, weil ich kenne die Gegend besser als er. Das ist auch wieder ein Tipp an Neuanfänger. Aber den kennt, das weiß doch dann jeder Investor, dass der Markt, also der Deal unterbewertet ist. Die sich in dem Gebiet exorbitant gut auskennen, wissen das. Ich sage deswegen, such dir deine Nische. Deine Nische, zum Beispiel eine Nische, spreche ich von 1-2-Zimmerwohnung, beziehungsweise deinen Mikrokosmos, das heißt deine Region oder deine Lage, wo du der Experte bist, wo du dich gut auskennst. Und das suchen ja nicht, es suchen viele in ganz Wien, aber es suchen weniger in speziellen Mikrolagen und kennen sich da extrem gut aus. Ne? Okay. Und ich glaube dann, wenn du gut bist und das perfektioniert, das ist wie bei einer Sportwette. Ne? Siegchancen von, weiß ich nicht, Djokovic gegen Nadal. Jeder Buchmacher hat eine unterschiedliche Quote. Auch wenn das alle Experten sind, aber alle tun es ein bisschen unterschiedlich. Und wenn du da schon weißt, okay, jeder Makler, jeder Bauträger, jede Bank bewertet das Objekt oder jeder Sachverständiger bewertet es unterschiedlich. Es sind natürlich nicht jetzt keine großen Bandbreiten, aber doch manchmal 20% auf oder ab. Und wenn ich dann schon weiß, ich kenne mich in der Gegend aus, ich habe dort Wohnungen, ich bin besser, ich habe Erfahrung, ich kann über gewisse digitale Tools auch arbeiten, dann kann ich schon einmal 20% so Einkaufsgewinn generieren. Dann kann ich den Makler noch auf meine Seite bringen und zum Freund machen und ihm quasi das Leben erleichtern über gewisse Arten und Weisen. Und kann noch einmal einen Einkaufsgewinn dadurch erzielen. Und dann kann ich natürlich in weiterer Folge optimiert vermieten. Mhm. Okay, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Tipps und Einblicke hier in den Wiener oder Österreicher. Ja. Wie sagt man, Österreicher Markt oder Österreicher? Österreichischer. Österreichischen Markt. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Deals und erfolgreiches 2020. Danke. Mach's schön, gut, dass du besucht hast, gell? Wir sehen uns. Ciao, macht's gut. Ciao.